Ja, herzlich willkommen und hallo bei Vier Reifen und ein Klo. Heute geht es mal natürlich um den Omnia-Backofen. Und ich bin gebeten worden, und zwar mehrfach mittlerweile, den Omnia doch einmal nochmal ausführlich vorzustellen. Mache ich natürlich gerne, damit auch ihr eure Fragen beantwortet bekommt und vielleicht auch einige Fragezeichen aus der Welt geschafft werden oder vielleicht Fehler, die man nicht erkennt, dann erkennt, was mache ich denn falsch. Ich gucke mal, was ich euch heute alles beantworten kann und ob ich auch alles beantworten kann. Aber wir fangen erstmal an mit dem Kleinbackofen. Der Omnia wird natürlich so geliefert, wie er jetzt ist, in dem Paket. Ich habe den auch original jetzt und baue den einmal mit euch auf, damit ihr auch wirklich seht, was ist denn drin, was muss drin sein und wie baue ich den zusammen, was überhaupt kein Problem ist, denn der ist eigentlich zusammengebaut. Ihr habt eine kleine Gebrauchsanweisung dabei, was nochmal alles erklärt. Der Omnia wird immer in einem Transportbeutel geliefert. Das ist so ein kleiner schwarzer Beutel mit so einem Band mit diesem Verschluss. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie der heißt. Ich habe es wieder vergessen. Und da ist er dann halt auch drin. Der ist immer im Lieferumfang enthalten. Der ist aus, ich denke mal, irgendeinem Kunststoff. Aber der ist dann auch abwaschbar und der Omnia passt da auch super rein. Wie gesagt, immer dabei. Dann habt ihr das Unterteil, das Mittelteil und den Deckel. Und natürlich den Knauf. Ja, der kommt jetzt in den Deckel. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Ihr müsst nur den Deckel und den Knauf miteinander verbinden. Und dann ist auch der Omnia schon einsatzbereit. So, das mache ich mal eben. So. Das war's schon. Das ist der Omnia-Backofen. So ist er schon einsatzbereit. Alles dabei, was ihr benötigt. Und mehr benötigt ihr eigentlich nicht. Ich erkläre euch jetzt einfach mal die einzelnen Sachen, denn was ganz oft vergessen wird, ist das Unterteil. Denn in dem Unterteil bildet sich immer die Unterhitze drin. Das müsst ihr immer dabei haben. Vergesst ihr das, dann werdet ihr das schnell merken, denn euer Kuchen, euer Auflauf, alles was ihr drin habt, wird ganz schnell schwarz. Und habt ihr noch eine Silikonform damit bei, könnt ihr die eigentlich in die Tonne kloppen, weil die ist mit Sicherheit verbrannt. Das Teil ist immer, immer drunter zu packen. Ich kann es nicht oft genug betonen. Das ist ein sehr oft ein sehr starker Fehler, den die Einsteiger sehr oft machen. Die vergessen das Teil eigentlich. Ich vermute mal, das hat da den Grund, Töpfe sind immer flach. Wenn ihr einen Topf habt, der ist immer flach, den könnt ihr so auf den Herd stellen. Dieses Teil wird dann gar nicht beachtet. Das ist meine einzige Erklärung, warum viele das vergessen. Es muss aber drunter, denn hier bildet sich tatsächlich die Unterhitze drin. Da kommt auch kein Wasser rein oder ähnliches. Es bildet sich nur die Unterhitze da drin. Und dann die Hitze, die dann durch den Kamin aufsteigt und an dem Deckel abprallt, übernetzt die ganzen Zutaten und dadurch habt ihr die Oberhitze. Deswegen ist es auch ganz fatal, wenn ihr beim Omnia-Backofen immer den Kucker macht. Das heißt, immer wieder den Deckel öffnet, denn dadurch klaut ihr permanent dem Omnia-Backofen die Oberhitze. Das ist natürlich total schlecht, wenn ihr am Backen seid, am Kochen seid und ähnliches. Gerade beim Backen würdet ihr das merken, denn wenn ihr immer so guckt, oh, ist noch nicht fertig, macht wieder zu, wartet 10 Minuten, oh, immer noch nicht fertig, dann habt ihr das Problem, der ist oben nicht fertig, das ist richtig, weil ihr immer die Oberhitze klaut. Aber der ist unten schon längst fertig, teilweise sogar schon schwarz. Das liegt einfach daran, ihr müsst das immer als geschlossenes System anwenden. Das heißt, ihr macht den nicht auf. Es ist für uns, wenn wir normal kochen, eigentlich ein Unding. Da können wir immer den Topf aufmachen, können reingucken, können reinpieksen, können gucken, ist es gar. Aber beim Omnia-Backofen ist das leider nicht so der Fall. Denn damit wirklich klaut ihr immer die Oberhitze und dadurch habt ihr ein unterschiedliches Ergebnis von dem Back- und Gargut von unten und oben. Ja, umso öfter ihr aufmacht, umso schneller ist unten halt gar, weil die Unterhitze bleibt ja nun mal da. Ihr nehmt ja den nicht auch immer runter und guckt rein, sondern ihr macht immer so. Und das ist das Fatale. Der Omnia-Backofen ist für Gas, für Ceran und auch für den E-Herd geeignet. Ich habe euch jetzt mal drei Platten aufgestellt, damit ihr das auch visuell sehen könnt.
Bei Ceran ist es eigentlich wichtig, dass ihr ein Ceranfeld habt, was ungefähr 1800 bis 2000 Watt mindestens hat. Bei dem E-Herd ist es wichtig, dass der mindestens 1500 Watt hat. Ich tendiere eigentlich sogar bis 2000 Watt, weil ab 1500 kriegt ihr wirklich erst hier die Sachen fertig. Ich habe mit dem Ceranfeld selber schon sehr häufig gearbeitet, weil wenn wir teilweise auf Messen waren, dann sind wir auch Indoor und Indoor ist halt feuergeschützt. Wir dürfen keine offene Flamme verwenden. Das heißt, wir müssen auf Ceran machen. Ist absolut gut möglich. Viele haben jetzt gerade jetzt in der Corona-Zeit ihr Camping-Feeling nach Hause geholt und haben den Omnia auf dem Ceranfeld benutzt. Das ist durchaus möglich. Was müsst ihr beachten auf dem Ceranfeld? Es gibt noch ein Unterteil, das ist für den Solarkocher geeignet. Das ist schwarz, das würdet ihr sofort erkennen. Da haben leider schon viele das Problem gehabt, dass das Ceranfeld beschädigt wurde. Manche hatten einen leichten Sprung, manche hatten so einen Ring drin, den sie nicht mehr rausbekommen haben. Ich habe es bis jetzt nur hier ausprobiert, allerdings nur mit dem Edelstahlunterteil. Das Edelstahlunterteil, das ist eigentlich der Standard. Den bekommt ihr in wirklich jedem Campingladen, auch bei vielen Online-Händlern, eigentlich bei allen Online-Händlern. Außer halt bei einem Anbieter, der Solarkocher vertreibt. Und der vertreibt dann auch das mit dem schwarzen Unterteil. Schwarzes Unterteil ist für den Solarkocher halt notwendig. Deswegen da ein schwarzes, aber da der Hinweis, seid da bitte vorsichtig, wenn ihr so ein schwarzes Unterteil habt, denn das kann, ich sage extra kann, ich sage nicht, es ist bei jedem so, sondern es kann das Ceranfeld beschädigen. Das ist leider bei uns in der Facebook-Gruppe sehr häufig der Fall gewesen. Deswegen da bitte der Hinweis, seid bitte vorsichtig. Ansonsten das Edelstahlunterteil, also das Glitzerne, das Silberne, was jetzt noch neu ist und glitzert und silbert, das darf natürlich auf dem Ceranfeld. Ja, wenn ihr auf dem Ceranfeld kocht, in den Kochbüchern, gerade auch bei mir, steht immer kleine, mittlere und große Flamme. Da empfehle ich einfach, schaut doch bitte mal, welche Stufeneinstellung euer Ceranfeld hat. Habt ihr 1 bis 9 oder 1 bis 12, manche haben auch 1 bis 15, dann teilt doch bitte diese Stufen einmal durch 3. Dann habt ihr 3 verschiedene Stufenarten, das heißt die kleine, ich sage jetzt mal von 1 bis 3 und dann 4, 5, 6, 7, 8, 9, also die 3 dann nochmal. Dann habt ihr mittlere und große Einstellung. Und da müsst ihr ein bisschen experimentieren. Ich sage eigentlich immer, guckt mal, versucht mal erstmal mit der mittleren, das heißt mit der 2, mit der 5 und mit der 8. Und wenn das zu viel oder zu wenig ist, dann müsstet ihr da mal ein bisschen variieren, wie das mit eurem Ceranfeld ist. Das ist auch ein Grund, warum in meinen Rezeptbüchern keine Ceranfeldstufen drin sind. Der eine hat wirklich 9 Stufen, der andere hat 12 und der andere hat 15. Ja, da ist das leider nicht machbar. Deswegen mein Tipp, wenn ihr mit dem Ceranfeld kocht, dann teilt eure Stufen einmal durch 3 und dann habt ihr eigentlich auch kleine, mittlere und große Flamme und experimentiert damit mal ein bisschen. Ich würde erst mit herzhaften Sachen experimentieren, weil Kuchen da ein bisschen empfindlicher ist. Ganz wichtig vergessen, der Omnia-Backofen ist nicht für Induktion geeignet. Das liegt daran, der ist einfach nicht magnetisch. Jetzt können einige auf die Idee kommen, aber wieso? Das Unterteil ist doch magnetisch. Das ist richtig, das Unterteil ist magnetisch, aber das Induktionsfeld leitet die Wärme durch das Aluminium nicht weiter. Haben schon etliche Leute ausprobiert, auch mit einer Adapterplatte. Es gab Leute, die haben gesagt, das funktioniert, waren aber die wenigsten. Warum, wieso, weshalb es da funktionierte, kann ich echt nicht erklären. Aber der Großteil sagte, es funktioniert nicht. Lasst die Finger davon. Daher nochmal der Hinweis, der Omnia ist auch laut Hersteller nicht Induktion geeignet. Eine Frage, die mich auch immer wieder erreicht, ist, mein Unterteil verfärbt sich. Ja, das ist Edelstahl. Edelstahl reagiert mit Hitze. Verabschiedet euch davon, dass der Omnia so aussieht wird, ein Leben lang. Nein. Auch nach der ersten Benutzung wird dieses tolle, glitzernde Unterteil nicht mehr so aussehen, wie es jetzt ist. Es wird sich im Laufe der Zeit ziemlich verfärben. Es wird auch sofort eine violette Farbe annehmen. Das ist einfach die Reaktion, eine chemische Reaktion zwischen Edelstahl und Hitze. Und die werden alle so aussehen. Also macht euch da kein Kopf drum. Es ist einfach so, dass die sich wirklich verfärben und die werden immer so bleiben. Ich habe gerade auch noch das schwarze Unterteil gefunden. Ich habe nämlich das schwarze. Man kann es erkennen.
Das ist richtig schwarz, es ist lackiert, irgendwas, keine Ahnung. Das ist für den Solarkocher gedacht. Ja, das ist einfach ein angelaufenes und das ist natürlich das hübsche Neue. Also wenn ihr das Schwarze habt, seid bitte, wie gesagt, vorsichtig beim Ceranfeld. Ich kann den Tipp nur geben, ich übernehme keine Garantie, ich kann es nur weitergeben. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, weil mir ist eigentlich das Ceranfeld dafür zu schade, muss ich sagen, um das zu testen, denn das tue ich wirklich nicht. Ja, es gibt leider genug Leute, denen das passiert ist, deswegen einfach nur der Hinweis, einfach nur vorsichtig sein. So, dann dieses Teil wird so unheimlich heiß. Und wenn ihr das nämlich dann von eurer Gasplatte und ihr packt es natürlich mit euren Handschuhen oder mit euren Topflappen oder sonst was so auf euer Brettchen, dann sieht euer Brettchen so aus. Ich habe alles durch. Ich habe wirklich alles durch. Ich habe das nämlich auch unbewusst so da drauf gestellt. Dann habe ich es bewusst runtergenommen, weil ich fertig war mit dem Essen und eine nette Bescherung. Wenn ihr das Teil so da drauf stellt, wäre nichts passiert. Da braucht ihr keine Angst haben. Dieses Teil ist unheimlich heiß. Ich war mal auf einer Messe, habe da gekocht, indoor. Das war auch eins, wo ich das Ceranfeld benutzt habe. Und habe dann, ich wusste, dass es ja so heiß ist, habe dann mit meinem Topflappen das Ding genommen und einfach hinter mir geschmissen. Ich habe aber nicht bedacht, dass da Teppichfliesen sind. Also wir hatten ein Problem, diese Teppichfliese bzw. das Unterteil von der Teppichfliese zu kriegen. Ich habe die Teppichfliese mit nach Hause genommen und wir haben es zu Hause gemacht. Also seid vorsichtig. Wie gesagt, ich habe wirklich alles Mögliche durch, was man mit dem Omnia machen kann. Ja, von daher bitte nicht das Unterteil. Lasst einfach irgendwo auf eurer Herdplatte stehen, auf eurer Hitzequelle, wo immer ihr seid. Lasst es einfach stehen. Ist gesünder für euch alles. Für das da und das da. Wenn euch im Übrigen sowas passiert, ich habe das natürlich gelassen, weil ich habe genug von den Unterteilen, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr könnt das abbrennen. Versucht es wirklich mit einem Feuerzeug, mit so einem Brenner oder so abzubrennen. Das Teil ist aus Edelstahl. Da wird nichts passieren. Ihr könnt das wirklich in die offene Flamme werfen. Es wird nichts passieren. Versucht es abzubrennen, ein bisschen abzuschaben. Und wenn das alles nichts nützt, schaut bei uns im Shop. Wir bieten das als Einzelteil auch an. Ja, auch für diejenigen, die jetzt ein schwarzes Unterteil haben und gerne auf Ceran kochen möchten. Wir bieten in unserem Shop Ersatzteile an, das heißt Mittelteile, Unterteile, Deckel und ich weiß nicht. Da könnt ihr dann einfach mal reinschauen, wenn ihr Bedarf habt. Ansonsten mein Tipp, probiert es doch erstmal. Spart euch das Geld. Wenn euch sowas passiert, brennt es ab. Manche stellen es auch unglücklicherweise auf selbstgestrickte oder selbstgehäkelte Topflappen. Die sind manchmal auch nicht hitzebeständig und dann hat man das gleiche Problem. Oder Mikrofaser, auch so ein ganz tolles Ding. Manche nehmen auch ihre Mikrofasertücher und lassen die kurz darauf liegen. Die kleben an. Ihr habt eine Vereinigung zwischen Mikrofaser und eurem Deckel oder Mikrofaser und eurem Unterteil. Daher seid da ganz vorsichtig. Silikon ist super, Silikonhandschuhe habe ich auch und Silikontopflappen, die sind einfach klasse. Und da passiert nichts. Wie gesagt, wenn das passiert, versucht es, brennt es ab, da passiert nichts. So, ja, weiter geht's. Für wie viele Personen ist der Omnia Backofen denn eigentlich geeignet? So, da der Omnia Backofen nur über 2 Liter Fassungsvermögen verfügt, beziehungsweise auch nur 1,8 Liter Fassungsvermögen verwendet werden können, das heißt, ihr könnt den höchstens bis hierhin füllen, weil es kocht ja alles noch mal ein bisschen höher und dann würde euch alles hier reinspritzen. Deswegen könnt ihr das ungefähr, ich sag mal, anderthalb Fingerbreite, meine Fingerbreite, nicht die von meinem Frank, weil die hat größere Finger, könnt ihr das nur füllen. Ansonsten würde euch das alles überschwappen, das würde zu viel werden. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Esser habt ihr denn dabei? Ich habe in meinen Rezeptbüchern am Anfang eingegeben, sind für 4 Personen. Dann kamen aber ganz viele Beschwerden, wir sind nur zu zweit und werden gerade mal satt. Deswegen habe ich das alles wieder rausgenommen und sage jetzt immer wieder, es kommt auf die Esser an. Es gibt wirklich 2 Leute, die werden davon völlig satt, wenn da 4 große Hähnchenbrüste drauflegen, ganz viel Gemüse mit Kartoffeln und ähnliches. Und denen reicht das gerade. Es gibt aber auch Personen, die sind zu zweit und essen da 2 Tage dran. Und wenn ihr dann einen 17-jährigen Jungen dabei habt, vergisst es. Vergesst es, wirklich. Der isst das alleine. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da werden die Eltern verhungern. Und deswegen
sage ich immer, es kommt auf die Esser an. Aber für die großen Esser, für die vielen Hungrigen, für die 17-jährigen Burschen, die dabei sind, hat Omnia jetzt auch eine Maxi-Form rausgebracht. Das ist sie. Die hat 3 Liter Fassungsvermögen. Passt auch auf das Unterteil und mit dem Deckel. Haben wir schon ein Video drüber gemacht, haben wir kurz vorgestellt. Könnt ihr euch ja angucken. Aber hier werdet ihr alle von satt. Da passen natürlich nicht die Rezepte rein, beziehungsweise die passen rein, klar. Aber die muss man dann auch verändern, wenn man das Teil voll haben will. Wir arbeiten gerade daran, viele Rezepte für den Maxi zu optimieren. Einige findet ihr schon auf YouTube und an anderen arbeiten wir gerade. Im Übrigen für die Maxi-Form gibt es noch keine Silikonform, die es aber für den Omnia-Backofen gibt, für den kleinen Omnia-Backofen. Für den großen gibt es das noch nicht. Soll 2022 kommen, ist geplant. Lieferdatum steht noch nicht fest. Und hier mal kurz der Hinweis, mein persönlicher Hinweis. Aufgrund der aktuellen Situation kann es immer zu Lieferengpässen oder auch zu Rohstoffmangel kommen. Deswegen, es ist geplant für 2022, aber von meiner Seite sage ich euch jetzt mal, nagelt wirklich niemanden drauf fest, aufgrund wirklich der aktuellen Situation, Rohstoffmangel, ähnliches, kennen wir alle. Kann es natürlich sein, dass sich dieser Liefertermin auch verschiebt. Aber Omnia arbeitet dran, so viel ich weiß. Und wir hoffen, dass es 2022 soweit sein wird. So, aber wir sind jetzt erstmal beim Kleinen. Da gibt es eine Silikonform für. Die Silikonform empfehle ich auf jeden Fall zum Kuchenbacken. Denn die Backform ist einfach viel zu heiß für Kuchen. Und euer Kuchen würde mit Sicherheit dunkler werden, vielleicht sogar schwarz werden, wenn ihr die Silikonform nicht verwendet. Und ihr bekommt mit der Silikonform natürlich auch den Kuchen besser raus. Zur Silikonform und auch zu den verschiedenen Silikonformen, es gibt ja 3 verschiedene Farben, haben wir ein ausführliches Video gemacht. Denn das würde jetzt, glaube ich, wieder den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier von vorne anfange und die Silikonform erkläre. Ich verlinke euch das Video, schaut doch einfach mal da rein, weil dann bekommt ihr wirklich die ganz ausführlichen Informationen zu der Silikonform. Dann möchte ich noch kurz das Aufbackgitter ansprechen. Das hat Omnia hergestellt, um Brötchen aufzubacken. Das passt natürlich optimal in die Omnia-Backform rein. Wir haben auch ein Video über Brötchenbacken gemacht. Da haben wir gezeigt, wie wir das am besten anwenden. Das verlinke ich euch auch, weil es wird wirklich einfach zu viel werden, wenn wir auf dieses Thema jetzt auch noch eingehen würden. Ihr könnt damit wirklich Kroketten aufbacken, Brötchen aufbacken, Muffinform draufstehen und ähnliches. Das aber nur einfach mal, um euch zu zeigen, welches Zubehör es gibt, damit ihr gleich auch einen Umfang habt. Das sind eigentlich die wichtigsten Zubehörteile, sage ich jetzt mal. Es gibt noch ganz viele. Wir werden noch mal ein separates Video machen über die kompletten Zubehörteile und wir werden euch auch einfach mal vorstellen, was benötigt man denn als Einsteiger, als Anfänger, was ist eine Grundausstattung vielleicht oder ja, was benötigt, wenn ich Kuchen backe, wenn ich keinen Kuchen backe und ähnliches. Da werden wir noch mal ein ausführliches Video zu bringen, um euch das noch mal explizit zu zeigen, was ist denn für euch dann vielleicht sinnvoll. Ja. Eine weitere Frage, die dann auch oft kommt, wir sind nur zu zweit und die Rezepte sind uns einfach zu viel. Was können wir tun? Ihr könnt die entweder halbieren, das ist natürlich möglich. Ihr könnt aber auch einfach oben weniger Fleisch drauflegen, weil Gemüse ist ja immer drin und das ist für 2 Personen, ich denke mal, das ist gut zu schaffen, oft. Oft geht es ja darum, dass da auch oft Fleisch drauf liegt. Ich mache ja oft, ganz oft unten Gemüse rein und oben lege ich das Fleisch drauf, damit das höher an der Oberhitze liegt. Legt auch einfach 2 Stücke Fleisch zum Beispiel nur drauf und macht nicht 4. Ihr könnt auch nur ein Drittel weniger nehmen an Gemüse und das dann, wenn das für euch reicht. Und wenn es immer noch zu viel, dann macht halb. Es gibt auch die Möglichkeit, das nachher wieder aufzuwärmen. Also ihr könnt das wirklich im Omnia drin lassen und das dann nachher nochmal aufwärmen, das heißt am nächsten Tag. Stell das in den Kühlschrank. Ihr müsst nur gucken, dass ihr das vielleicht ein bisschen verteilt. Also wenn ihr dann fertig seid mit Essen und da ist noch die Hälfte drin, verteilt das einfach ein bisschen, wenn das möglich ist. Bei Lasagne zum Beispiel wäre es nicht möglich, weil das ist einfacher mit dem Erwärmen. Sonst habt ihr an einer Stelle ja gar nichts drin und die andere Stelle ist völlig gefüllt. Das ist beim Erwärmen natürlich ein bisschen schlecht. Von daher, wenn es möglich ist, verteilt es ein bisschen und erwärmt es dann einfach. Das machen auch ganz viele. Und wie gesagt, ansonsten halbieren oder ein Drittel weniger weglassen. Oder ihr nehmt nur 2 Fleischstückchen, wenn es für euch 2 Personen am besten ist. So. Welche Flamme ist denn am besten beim Omnia? Was ist kleine Flamme, was ist mittlere Flamme, was ist
große Flamme. In meinen Videos gehe ich auch immer wieder darauf ein, wie ihr zum Beispiel die kleine Flamme explizit einstellt, sodass ihr für euch auch wisst, ja, das ist die kleine Flamme. Ich benutze ja immer einen Gaskartuschenkocher. Ich finde ihn einfach optimal für den Omnia-Backofen. Viele benutzen auch einen Kadak, das heißt diesen Grill. Der hat einfach zu viel Power. Wenn ihr damit einen Kuchen backt und ihr fragt euch, warum wird er immer schwarz, das liegt wohl am Kadak. Kadak hat in der Regel 50 Millibar. Die gibt es wohl auch schon mit 30 Millibar, aber viele haben immer noch 50 Millibar. Und ansonsten haben die eine sehr starke Brennkraft. Das heißt, diese Düsen, die da draus kommen, die sind sehr, sehr stark. Und da ist der Kadak natürlich für den Omnia extrem heftig. Ihr könnt den Omnia darauf verwenden, aber der ist sehr, sehr stark. Und das mal so als Hinweis. Ich finde immer, man sollte hier die Kirche im Dorf lassen. Für mich ist der Kadak immer noch ein Grill und nicht unbedingt ein Herd für den. Weil viele fragen auch immer, ja, aber was kann ich denn darin machen? Und da werden wir nicht alle satt von. Ja gut, jetzt gibt es einen großen. Aber ihr müsst vielleicht auch mal umdenken, weil wir Camper, klar, wir verwenden den, aber wir haben doch auch einen Grill. Wir haben doch auch den Kadak gekauft. Für was haben wir den gekauft? Zum Grillen. Da kommt unser Steak, unsere Wurst, unser Maiskolben drauf und ähnliches. Und hier macht ihr die Beilagen drin. Und da muss man vielleicht mal ein bisschen umändern, umdenken, dass man die Sachen auch vielleicht mal anders sieht. Weil viele sagen immer, ja, ich benutze den Kadak dafür, das kann man machen. Aber warum den Kadak, wenn es doch ein Grill ist? Ich meine, da schmeiße ich meine Wurst drauf. Und hier mache ich dann zum Beispiel mein Gemüse drin. Ja, so. Ihr könnt ja natürlich alles Mögliche da drin machen. Und das ist doch das, wo der Omnia eigentlich prädestiniert für ist. Er ergänzt uns. Und das sollte man immer wieder mal im Hinterkopf behalten. Deswegen beim Kadak ist es auch das Problem, auch wenn ihr die kleine Flamme einschaltet, euer Kuchen kann schwarz werden. Der Kadak ist einfach zu stark dafür. Zum Beispiel der Kadak. Es gibt noch viele andere Grills und Kocher. Beim Kocher solltet ihr halt gucken, dass auch im Fahrzeug, dass euer Brenner 7,5 cm hat, dann ist es optimal. Die gibt es auch immer. Ihr habt meistens immer eine größere und eine kleinere. Und die größere hat in der Regel immer 7,5 cm Durchmesser. Und da passt der wunderbar drauf. Dann solltet ihr auch gucken, dass ihr vielleicht einen Kocher habt, der in der Regel, ich glaube 2,2 bis 2,4 kW haben die, glaube ich. Die sind super. Die sind optimal dafür. Ich finde sowieso einen Gaskartuschenkocher viel besser, weil ihr könnt dann, wenn ihr draußen seid, beim schönen Wetter, den Schatten suchen oder die Sonne suchen, so wie es euch gerade von eurem Gemüt her ist und könnt dort den Omnia draufstellen. Jetzt aber nochmal zu der Frage, wie stelle ich denn die kleine, mittlere und große Flamme überhaupt ein? Also große Flamme ist ja einfach. Ich stelle den mal hier rüber, sonst habe ich nämlich gleich meine Arme angebrannt. So. Die große Flamme ist ja ganz leicht. Die wird hier einfach nur angemacht und tada, die große Flamme ist da. Die kleine Flamme ist etwas anders. Das heißt, die dreht ihr, jetzt muss ich mal vorne gucken, die dreht ihr wirklich ganz klein. So, ihr seht, ich habe den Kocher noch nicht mal klein gedreht, aber meine Flamme ist schon ganz klein. Das liegt daran, weil meine Kartusche nicht mehr voll ist. Und umso leerer die Kartusche, umso schneller ist auch die Flamme klein. Das heißt, ihr seht das ja wirklich jetzt hier. Deswegen müsst ihr euch die Flamme immer angucken. Und wenn ihr jetzt eine kleine Flamme habt, dann dreht ihr noch mal ein bisschen höher. Bisschen höher. Ich hoffe, ich sehe das jetzt richtig. So, dann habt ihr eigentlich eine kleine Flamme. Ja, und bei der mittleren Flamme ist das ähnlich. Da dreht ihr noch mal ganz hoch. Dann dreht ihr mal klein, so klein. Und dann guckt ihr mal, wo ist denn ungefähr die Mitte von dieser Flamme. Ich würde mal sagen, bei mir so. Und dann ist die Flamme eingestellt. Ja, also das ist der Trick dabei. Ihr müsst wirklich, es kommt immer darauf an, wie voll oder leer eure Kartusche ist. Meine Kartusche ist, kann man das hören? Ziemlich leer. Also die ist bestimmt nur noch, ich denke mal, so halb voll. Und demnach ist auch eure kleine Flamme früher klein, als wenn ihr nämlich ganz runterdrehen würdet. Ich zeige euch das nochmal. So, wenn ich nämlich jetzt auf klein drehe, die ist schon aus. Ich mache es nochmal. Schaut mal, die ist aus. Und ich bin noch nicht auf Null. Das heißt, ich bin noch nicht auf klein. Und da ist nämlich der Zauber versteckt. Ihr müsst wirklich
eure Augen benutzen. Und das sage ich auch jedem Video. Bitte, bitte, bitte guckt auf die Flamme, guckt euch das an. Ja, guckt unter den Omnia, wie klein die ist. Es ist wirklich, kommt wirklich darauf an, wie ist euer Gasvolumen. Und das kann keiner genau sagen. Auch im Fahrzeug ist es so. Im Fahrzeug habt ihr es ja noch viel schwieriger. Da könnt ihr nicht mal eben rausgehen und an der großen Gasflasche schaukeln oder an eurem Gastank, sondern da müsst ihr wirklich einfach auf die Flamme gucken und das funktioniert. Ja, was ist, wenn die Flamme mal ausgeht beim Kochen? Anmachen. Ja, was soll ich darauf sagen? Wirklich anmachen. Problem ist natürlich, ihr wisst manchmal gar nicht, wie lange ist die Flamme schon aus. Bei herzhaften Sachen ist das gar nicht so schlimm. Da dreht ihr nochmal an und wenn ihr dann mal aufmacht, nach, ich würde dann mal 20 Minuten vielleicht machen, nicht 30 Minuten, kommt darauf an, wie es im Rezept steht. Guckt nach 10 Minuten, bevor die Zeit zu Ende ist, einfach mal rein, piekst rein und dann ist gut. Beim Kuchen ist es etwas anders, aber da würde ich auch nochmal gucken, so einmal kurz fühlen, so einfach vorsichtig, ob denn der ganze Kasten hier schon kalt ist, abgekühlt ist und wie auch immer. Ist er noch extrem heiß, dann ist die Flamme gerade erst ausgegangen. Ist es schon richtig abgekühlt, jo, dann ist der schon länger aus. Dann müsst ihr einfach mal gucken, was ihr mit dem Kuchen macht. Einfach nochmal anstellen, probiert es aus. Also hin ist er, wenn sowieso. Und wenn nicht, dann hat es geklappt. Ja? Tipp gebe ich euch, bitte stellt euch auch eine Uhr. Es ist immer ganz wichtig, dass ihr wirklich den Timer einstellt. Warum? Da brennt euch das alles drin an. Wie oft ich wirklich so richtig nette Kommentare bekomme, so Posts in den Facebook-Gruppen. Das ist mein Autoreifen. Ich habe mit der Nachbarin gequatscht. Total cool, oder? Ich lache mich immer tot, wenn ich die freischalte. Finde ich total ehrlich, finde ich total lustig. Aber das sind so Fehler, die passieren einfach. Ja, ihr habt nebenan einen tollen Gesprächspartner und dann quatscht ihr. Deswegen stellt euch einen Timer ein. Das ist immer so ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich habe eine an der Uhr, ich habe auch eine im Fahrzeug, so einen kleinen Timer, den ich überall mit hinschleppen kann, weil wenn ich mal nicht da bin, dann ist wenigstens der Frank da und dann kann der ausstellen. Ja. Warum brennt mein Kuchen immer im Omnia-Backofen an? Ja, da stelle ich immer Gegenfragen. Wie machst du das? Machst du das nur hier drin? Dann brennt er an. Hast du das Unterteil vergessen? Dann brennt er an. Ich empfehle auf jeden Fall das Unterteil. Das ist keine Empfehlung, das ist ein Muss. Das ist ein absolutes Mega-Muss. Bitte Unterteil nicht vergessen. Ich glaube, ich mache mal irgendein T-Shirt und schreibe da drauf, Omnia-Unterteil nicht vergessen. Weil das ist wirklich, das muss sich echt einprägen. Silikonform, das ist, glaube ich, auch ein Zaubermittel für Kuchen. Dann brennt dein Kuchen wirklich nicht mehr an. So, und dann probierst du es mal. Kuchen auf kleiner Flamme. Kuchen von Anfang an auf kleiner Flamme mit Silikonform und du kriegst einen leckeren Kuchen. Nach 35 Minuten machst du erstmal eine Stichprobe. Vorher nicht. Vorher machst du den Deckel drauf, kleine Flamme und liest ein Buch. Und dann geht deine Uhr, deine Timer, wie auch immer, nach 35 Minuten und dann gehst du hin und guckst dir den Kuchen an. Wir haben in dem Video Backmischung, habe ich mehrere Tricks für Kuchenbacken schon erklärt. Gucken wir mal an. Dann brennt dein Kuchen auf jeden Fall nicht mehr an. Das klappt wirklich super gut. So. Ja. Nächste Frage. Muss ich den Omnia-Backofen oder die Silikonform einbrennen? Nein. Das sogenannte Tempern für die Silikonform hat bereits Omnia übernommen. Das heißt, der Hersteller. Dieses Tempern, das merkt man oft auch, oder ob man es muss, wenn Silikon sehr, sehr stark riecht, so plastikartig. Dann sollte man dieses Ausdünsten machen. Das ist aber, ich habe es ausprobiert mit einer Silikonform. Leute, die ganze Bude hat gestunken bei mir. Also ich werde sowas nie wieder tun. Ich habe es zu Hause im Backofen gemacht. Das geht ja bei mehrere Stunden auf, ich weiß nicht, 60 Grad oder 70 Grad oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Die ganze Bude hat gestunken nach Kunststoff. Ich werde das nie wieder tun. Sollte eine Silikonform noch eingebrannt werden oder ich habe die ausgepackt und die stinkt, dann gebe ich die zurück. Ernsthaft, mache ich nie wieder, war fürchterlich. Die Silikonform von Omnia, alle Silikonformen, auch die Muffinform und auch die Duo, die sind bereits vom Hersteller, das heißt von Omnia Schweden, eingebrannt worden. Da braucht ihr keine Angst haben. Der Omnia selber muss nicht eingebrannt werden. Der hat eine leichte Beschichtung, bitte geht da auch nur mit Kunststoff, Holz oder Silikone rein. Da habe ich ja auch den Dreamfarm-Löffel ganz oft schon für beworben, der super ist, den haben, glaube ich, auch schon. Ich glaube, ich habe die ganze Omnia-Gesellschaft damit schon
irgendwie beglückt mit diesem Löffel hier, ne? Weil der passt wirklich hier super, super gut rein. Reinigung Omnia-Backofen. Wie reinige ich meinen Omnia-Backofen? Auch immer eine sehr beliebte, sehr wichtige Frage. Der Omnia-Backofen darf nicht in die Spülmaschine. Das ist Aluminium, Aluminium oxidiert. Er darf nicht in die Spülmaschine. Das ist schon mal eine Regel Nummer 1. Zweite Regel Nummer 2. Das hört sich ja toll an, ne? Also, zweite Regel ist, bitte nicht mit einem Scheuerschwamm reingehen. Sowas. Ja, bitte nicht mit der rauen Bürste gehen und schruppen, schruppen, schruppen. Da macht ihr echt die leichte Beschichtung kaputt und ihr seht dann irgendwann dunkelgraue Stellen. Dunkelgraue Stellen heißt, yeah, ihr seid am Aluminium angekommen. Glückwunsch. Ja, ich benutze zwar den Schwamm, aber diese Seite. Wenn etwas eingebrannt oder angebrannt ist, das heißt angeklebt, dann füllt es mit kaltem Wasser. Kaltes Wasser löst die Stärke aus den Zutaten. Das ist für die Verklebung verantwortlich. Und dann geht ihr mit, ich nehme den jetzt mal wieder, der ist nämlich so toll dafür, beziehungsweise ich habe am Anfang auch immer so Teigschaber genommen, weil die sind richtig, also dieses Silikon ist richtig gut. Dann geht ihr einfach her und geht im Wasser, da ist ja dann noch kaltes Wasser drin, macht ihr einfach den Rand sauber und hier den Rand sauber, denn das löst sich super. Und mit dem könnt ihr dann natürlich auch ein bisschen härter vorgehen, da passiert nichts. Dann habt ihr den großen Dreck schon mal weg. Wenn ich jetzt im Fahrzeug bin und ich habe, auf manchen Stellplätzen gibt es ja nun mal kein Spülhäuschen, dann lege ich mir Küchenkrepp auf den Ausfluss, damit da keine großen Brocken reinkommen. Und dann kippe ich das Ganze in den Ausguss und mein Küchenkrepp ist so eine Art Filter. Das hält die ganzen dicken Brocken dann weg. Und dann nehme ich das Küchenkrepp und ab damit in den Mülleimer. So habe ich natürlich dann meinen Ausguss ein bisschen sauberer gehalten, als wie er wäre, wenn ich alles durch den Ausguss geschüttet hätte. Dann könnt ihr das nämlich mit warmem Wasser ganz normal spülen und mit einer Spülbürste. Keinen Schwamm bitte. Den könnt ihr vergessen. In den bitte eine Spülbürste. Spülbürste hat abgerundete Borsten und damit könnt ihr wirklich hier rangehen und nicht brutal, sondern wirklich ganz zart und nett und so, als wenn ihr ein Glas ausspült damit. Und dann kriegt ihr ihn auch wieder sauber. Aber verabschiedet euch davon, dass der so glänzt. Der glänzt nicht mehr so. Ich zeige euch meine. Ah. Der wird nie wieder so glänzen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil der Omnia ist einmal ein Gebrauchsgegenstand und damit wird gearbeitet. Damit habe ich Brötchen aufgebacken, um zu testen. Schwarz. So. Das ist auch ein Testteil und das ist einer, den ich regelmäßig benutze. Der sieht natürlich nicht mehr so toll aus. Das heißt, der hat hier schon braune Stellen, der ist da schon ein bisschen anders lediert als dieser. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja, der wird auch andersrum irgendwann mal anders aussehen und ja, aber so gehört es sich. So weckt ihr den Omnia zum Leben. Ja, ich habe da ein paar mehr von, aber ich teste auch ganz viel. Deswegen, ich habe hier ganz viele Testobjekte, die ich dann auch mal weiterhin versauen kann. Alles egal. Aber so kann ich euch dann auch zeigen, wie man es macht und wie man es nicht macht. Dafür gibt es mich. So, ja, Reinigung ganz einfach. Kaltes Wasser einwirken lassen. Das muss auch nicht lange sein. Das geht wirklich ganz flott. Das muss nicht über Stunden sein oder ähnliches. Und dann einfach abmachen. Mit einer Spülbürste könnt ihr das ganze Ding reinigen. Voilà, fertig. Ja. Wie man die Silikonform reinigt, ist einfach nur mit kaltem Wasser auch ausspülen. Und weil dann öffnen sich die Poren, habe ich auch in dem Video für die Silikonform schon mal erklärt, wie man das genau macht. Aber wichtig ist jetzt erstmal, hier kriegen wir das kleine silberne Teil wieder sauber. So, ich glaube, ich habe alles Mögliche über den Omnia-Backofen gesagt. Ich habe zumindest, ich glaube, mein Sprachzettel ist gerade leer. Wenn euch noch was einfällt, ihr könnt es gerne in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt mich gerne anschreiben. Ich helfe euch da gerne weiter, auch wenn ihr jetzt ein persönliches Problem habt. Könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Dann können andere das auch sehen. Und die sehen dann vielleicht auch, oh, das Gleiche ist mir auch passiert. Oder, das kenne ich. Und dann schreibe ich dir da was darunter und helfe dir da weiter. Ja, ansonsten, wirklich, wenn ich was vergessen habe, meldet euch. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt was vergessen habe. Ich erzähle das immer so oft, auch auf vielen Messen und am Telefon und ähnliches. Aber wie gesagt, ich bin immer da, ich bin Ansprechpartner. Ich helfe euch weiter, weil ich möchte eigentlich, dass ihr mit diesem Teil klarkommt. So, und dann hoffe ich euch, dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Tag habt, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es wieder informativ war. Und ja, von daher sehen wir uns im nächsten Video.
Ach, bestimmt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wann das Video kommt, dann aktiviert doch einfach die Glocke. Ach, dann macht das nämlich ding, ding. Und dann seht ihr, da kommt wieder was von Vier Reifen ein Klo. Und die Bianca redet sich wieder um Kopf und Kragen. So, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüsschen.